Und da sind wir wieder bei einer neuen Folge von A New Beginning. Und zwar ist es Folge 23. Und Faye muss hinter dem Bombenleger her. Und deshalb laufen wir hinter dem Bombenleger her. Er hat die Bretter losgetreten. Drüber klettern ist zu gefährlich. Ich muss außen rumgehen. Was? Ziemlich veralbern. Aber gut, dann laufen wir halt außen rum. Ich weiß zwar nicht, warum das jetzt sicherer sein soll. Aber gut, da sind wir. Tür öffnen. Was? Wo ist der hin? Oh. Ist doch ziemlich klar, oder? Jetzt bloß nicht nach unten sehen. Aber wie? Hä? Oh, verdammt. Lasst mich in Ruhe! Niemand wäre verletzt worden, wenn ihr nicht... Oh-oh. Okay. Ruhe bewahren, Bent. Keine Drähte, die ich durchtrennen könnte. Dafür hat der Saboteur irgendwelche Zahlen eingeritzt. Vielleicht gelingt es mir, den Zündvorgang abzubrechen, indem ich die Kontakte der Bombe überbrücke. Bis die Digitalzahlen und die eingeritzten Zahlen übereinstimmen? Etwas gewagt. Aber was bleibt mir für eine Wahl? Überspringen drücken. Ach du Schande. Ich befürchte, das wird ganz schön haarig. Das ist Plus. Okay, also hier müssen drei... Gott. Oh no. Das wird nicht lustig. Okay, hier brauchen wir drei. Hier brauchen wir ein weniger. Drei. Toll, wir sind begeistert. Das sind wir wirklich nicht. Ich bin begeistert. Das bin ich wirklich nicht. Verdammt. Boah, das können wir ja voll knicken. Ey, Leute, das geht doch schief. Ich würde sagen, das ist so ein Ding... Das überfordert mich jetzt geistig dann doch. Sorry. Also. Tatsächlich würde ich sagen, ich überspring's. Ich glaube, mich zu erinnern, das war nicht so kompliziert, aber Leute, jetzt mal ganz ehrlich. Die Frage, die sich mir halt stellt, ist, wollt ihr das wirklich? Okay, wir können es ja mal ausprobieren. Ist ja doch nicht so. Ist ja nicht so, dass es gar nicht gehen will. 0, 2, 3, 2. Hier sind noch zu viele. Und hier hinten auch. Das heißt also, hier müssten wir vielleicht noch. Da. Wie komme ich denn die da weg? Hier ist ja kein Problem. Hier muss noch so ein Plus hin. Hallo. Dann haben wir die auch passig. Hier muss auch noch so ein Plus hin. Nein, muss es nicht. Muss da unten hin. Hier muss ein Minus hin.
Oh Mann. Ey Leute, ich überspring's. Ich weiß, es ist eigentlich nicht so schön, aber es ist ja keinem damit geholfen, wenn ich das jetzt hier ewig lang hinauszöge. Lass los! Verdammt, lass endlich los! Lass du mich nach oben, dann zieh ich dich hoch! Bist du wahnsinnig? Verdammt, was tust du? Uns beide retten! Und jetzt du! Hey, die Algenfelder! Die Algenfelder brennen! Oh nein! Das ist ungünstig. Würde ich behaupten. Und wir sind in Kapitel 6, Atlas, Part 2. Ja. Ich wäre mir so sicher, dass das damals Deutsch... Bent, warte! Aber gut. Genau, Bent. Hör mir zu, du musst hier verschwinden. Eine Probe, Faye. Wir brauchen nur eine einzige Probe und die Alge ist gerettet. Bringen Sie sich schon mal in Sicherheit. Ich werde... Ich lass dich nicht im Stich. Ich komme mit. Gut. Dann bewachen Sie den Eingang. Ich guck mal, ob die Luft rein ist. Und los. Okidoki, und los. Die Qualität scheint irgendwie schlechter geworden zu sein. Windows 7. Blödes Teil. Jetzt geh schon. Verdammt, der Druckausgleich spinnt. Dahinter wird der Druck in der Schleusenkammer reguliert. Mir ist schnurzegal, wie der Empfang gerade ist. Ich muss meine Forschung retten. Ich hoffe, ich muss damit niemanden verletzen. Tja. Ich weiß nicht, aber zumindest die Tür... Das wird nicht leicht ohne Kurbel. Puh. Über die Schläuche wird der Druck im Laborkomplex geregelt. Mit was denn? Okay. Nee. Ist doof. Können wir es abdrücken? Das ist doch Quatsch mit Soße. Mit was denn? Keine Ahnung, mit was wir das jetzt zuhalten. Machen Sie sich keine Sorgen. Wir müssen nur ins Büro uns eine Probe schnappen und schon sind wir wieder draußen. Wenn du das sagst, aber versprich mir eines. Wenn irgendetwas schief geht, kehren wir sofort um. Versprochen. Blödes Teil. Jetzt geh schon. Was zum Geier ist da los? Der Druck in der Schleusenkammer hat sich verdoppelt. So bekommen wir die Tür niemals auf. Was mache ich denn jetzt? Können wir hier zurück? Nö. Ich weiß nicht, warum da so lange Ladezeiten sind. Nee. Barney? Barney, bist du da? Bent, die Algenfelder brennen! Ich weiß. Hör zu. Ihr müsst umgehend die Bohrinsel evakuieren. Alle müssen runter, sofort. Wir sind ja schon dabei, aber was ist mit dir? Wo bist du? Ich habe hier noch was zu erledigen. Gottverdammt, Bent! Ich mach schon keine Dummheiten. Wir sehen uns dann auf dem Festland. In Ordnung? Gut, ich nehme dich beim Wort. Viel Glück. Wir machen schon keine Dummheiten. So ein Quatsch.
Ich muss zwischendrin immer mal ein bisschen schauen. Irgendwie habe ich das Gefühl, die Qualität ist schlechter durch Windows 8. Aber vielleicht. Ah. Cornflakes. Meine Fresse. Wer braucht denn jetzt Cornflakes? Da war eine Frischhalteklemme drin. Abklemmen vom Schlauch durch Frischhalteklemme. Alles klar. Ob das funktioniert? Sieht jedenfalls ganz gut aus. Bedienen. Okay, tief durchatmen. Das muss jetzt gehen. Na also. Faye, ich hab's. Kommen Sie. Faye, wir haben keine Zeit. Ich komme. Ich komme. Na gut. Aha. Was ist? Jemand hat an der Pumpe hantiert. Deswegen auch der Überdruck in der Kammer. Du kannst doch sowas reparieren, oder? Schon passiert. Wenigstens die Pumpe funktioniert wieder normal. Die gehört Lissa. Oh Gott. Meinst du, ihr ist etwas zugestoßen? Ich glaube, sie hat sie absichtlich hier hingelegt. Vielleicht will sie uns damit etwas sagen. Die Frage ist nur, was? Geht nicht hier rein, oder? Geht hier rein. Tja. Wir gehen mal rein. Wo will Faye denn schon hin? Dahinter geht's zum Zuchtlabor. Nur Mitarbeiter mit Zugangskarte dürfen den Bereich betreten. Okay. Ich würde sagen, das sieht nicht so gut aus. Ich nehme dich beim Wort. Wenn irgendetwas schief geht, kehren wir um. Ja. Na klar doch. Oh mein Gott. Was ist denn hier passiert? Autsch. Oh mein Gott. Das ist alles meine Schuld. Was? Das alles passiert nur, weil ich hierher gekommen bin. Jetzt reißen Sie sich mal zusammen. Endlich. Wer auch immer das getan hat, er ist noch hier. Und gnade ihm Gott, wenn ich ihn jetzt finde. Bitte verzeih mir, Lissa. Ich habe Ihre Keycard gefunden. Damit kommen wir bis zum Zuchtlabor. Gut, gut. Faye, würden Sie uns bitte einen Moment allein lassen? Natürlich. Mach's gut, Lissa. Bis irgendwo in einem anderen Leben. Und da kommt Faye auch schon zurück. Sie führt zur Algenplattform. Hier liegen irgendwelche Drähte? Na gut. Lissas Zugangskarte zum Zuchtlabor. Nein. Nicht. Darin ist eine vertrocknete Probe unserer allerersten Algenkultur. Lissa hatte der Alge damals auch einen Namen gegeben. Mist, ich habe ihn vergessen. Das ist ungünstig. Aber benutzen wir die Keycard doch erstmal. Fehler. Oh nein, der Kartenleser spinnt. Ich muss wohl den Durchgang übers Bürolabor nehmen. Natürlich, was sonst? Dann also zurück ins Bürolabor. Oh nein. Nein, 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 nein. Ben, sieh es ein. Wir sind zu spät. Sie können nicht alles vernichtet haben. Sie haben alles vernichtet. Im Zuchtlabor gibt es noch welche. Dort haben nur Forscher Zutritt. Sie werden dich töten. Woher wollen Sie das wissen, hä? Das Zuchtlabor. Wir müssen zum Zuchtlabor. Jo. Faye, hier suchen bringt nichts mehr. Wir gehen jetzt direkt zum Zuchtlabor. Halt, warte doch. Meine Güte, überall diese roten Lichter. Das sind Bomben. Ben, wir müssen hier weg. Ruhe bewahren, Faye. Wir haben es fast geschafft. Aber warum ist die Tür jetzt offen? Nicht.
Ich setze hier keinen Fuß raus ohne die Alge. Na gut. Mein Gott, der ganze Raum ist voll mit Sprengsätzen. Kommst du jetzt endlich mit? Sie kennen die Antwort. Nicht ohne die Alge. Dann sterben wir hier gemeinsam. Ah. Dahinter ist sie? Ja, der richtige Eingang mit Desinfektionsraum und Pipapo ist nur eine Etage tiefer. Aber wir gehen jetzt den direkten Weg. Bitte geben Sie Ihr Passwort ein. Tja. Das Passwort war leider falsch. Schade. Aber ich weiß schon. Lissa ist es nicht. Atlas ist es auch nicht, auch wenn die Folge so hieß. Aber wir können doch im Schrank. Mist. Kein einziges verirrtes Reagenzglas. Nur Papierkram. Ja, ich will aber wissen... Das ist doch Quatsch mit Soße. Pah. Ich wollte doch wissen, wie die blöde Dings heißt. Leer. Komplett. Ist ja nur ein Schrank. Warum sollte da was drin sein? Lissa hatte der Alge damals auch einen Namen gegeben. Mist. Ich habe ihn vergessen. Nichts. Nicht mal eine Petrischale. Ich muss doch den Namen der Alge wissen. Den Namen. Keine Chance. Die Proben wurden restlos vernichtet. Ach, ich Idiot. Hier kann ich es also nicht benutzen, aber ich muss doch... Nein, die Algen... Nicht. Ich wollte unbedingt... Auch nicht. Hatte nur die Keycard bei sich, sonst nichts. Lissa hatte der Alge damals auch ein... Darin ist eine vertrocknete Probe unserer allerersten Algenkultur. Ja, und wie hieß die? Das wäre sinnlos. Die Algenplattformen sind alle abgebrannt. Ich stehe schon wieder voll auf dem Schlauch, ey. Leute, ich stehe so auf dem Schlauch, aber sowas von. Wie soll ich denn sonst an den Namen dieser blöden Alge kommen? Das alles nicht. Vielleicht mit dem Mikroskop. Was zum... Elvis. Bent, du machst mir Angst. Elvis war der Name unserer allerersten Algenkultur. Lissa hat das Glas präpariert, sodass sich die Alge in den Buchstaben abgelagert hat. Elvis. Wie konnte ich den Namen nur vergessen? Das nehmen wir mal wieder mit. Ich bezweifle das. Tun wir nicht. Na gut, dann nehmen wir das Ding nicht wieder mit, aber wir haben jetzt den Namen, den wir eingeben müssen. Bam, bam, bam. Naja, mit dem Kontext, dass hier überall Sprengsätze sind, haben wir nur ein bisschen zu lange gebraucht. Aber das war ja... Passwort korrekt. Warnung. Sicherheitsstufe B aktiv. Zugang wurde verweigert. Ah. Ist es kaputt? Nein, nein. Ist okay.
Alles in Ordnung. Faye, ich brauche jetzt Ihre Hilfe. Wir müssen zu den Terminals am Eingang und beide gleichzeitig aktivieren. Ich gebe Ihnen dann ein Zeichen. Alles klar? Gut. Warum glaubst du so sehr an die Alge? Haben Sie nicht gehört, was ich gerade gesagt habe? Du riskierst gerade dein Leben für etwas, an das niemand mehr glaubt. Warum? Tja. Die Alge ist die Energiequelle der Zukunft. Das waren Ihre Worte. Ich weiß, das klingt jetzt seltsam, aber rein hypothetisch. Was ist, wenn der Svensson nicht von Ben Svensson kommt? Ob er jetzt von mir, meinem Sohn oder meiner Urgroßenkelin kommt, ist mir gerade völlig Schnurz. Ist es nicht. Wir wissen nicht, ob dein Sohn noch lebt. Und wenn du jetzt auch noch stirbst, dann ist das Wissen über den Svensson für immer verloren. Du bist wichtiger als das, was du geschaffen hast. Tja. Wir stehen hier umringt von Sprengsätzen und Sie fangen an, mir blöde Fragen zu stellen. Wenn es so eine blöde Frage ist, dann sollte es dir leicht fallen, sie zu beantworten. Okay. Wenn wir jetzt aufgeben, wäre Lissas Tod umsonst gewesen. Lissas Tod war umsonst, genau wie Nigel und alle meine Freunde umsonst gestorben sind. Jetzt reißen Sie sich mal am Riemen. Der Phönix-Plan wird immer mehr zu einem Himmelfahrtskommando. Es darf nicht noch mehr Tote geben. Warum nicht? Ich bin also der Einzige, der an meine Technologie glaubt. Was ist mit den Investoren von heute Mittag? Sie waren erst überzeugt, nachdem du die Präsentation manipuliert hast. Sie wissen davon? Die ganze Bohrinsel weiß davon. Keiner glaubt mehr an deine Forschung. Tja. Glauben. Meine Fresse. Hören Sie zu. Es geht hier nicht um Glauben. Es geht um Glauben wollen. Ich will nicht glauben. Nicht an das, woran alle immer ungefragt geglaubt haben. Ich will nicht glauben, dass Atomkraft die einfachste Lösung ist. Oder Erdöl ohne Alternative. Meine Güte, Faye. Erdöl ist nichts anderes als abgestorbene Algenmasse, die gut brennt. Wenn die Menschheit es schafft, sich eine ganze Welt aus Schmiermittel zu bauen, dann könnten sie das auch mit meiner Alge tun. Sie könnten es mit Windenergie oder Solar oder Kuhkacke oder was weiß ich. Aber sie wollen es nicht. Ich könnte jetzt das Handtuch schmeißen und sagen... Was soll's, ist halt so. Aber ich weigere mich. Ich weigere mich zu glauben, dass die Menschheit aus Idioten besteht. Tja, so, helfen Sie mir jetzt, den Knopf zu drücken. Du wolltest mir auch nicht glauben, als ich zu dir kam. Werden Sie jetzt auch noch nachtragend? Nein. Muss ich nur den Knopf drücken? Ja, ich gebe Ihnen dann ein Zeichen. Okay, Bent? Was ist noch? Ach, nichts. Wir ziehen das jetzt gemeinsam durch. Egal, was passiert. Danke. Na endlich. Faye, hören Sie mich? Laut und deutlich. Gut, dann bei drei. Eins, zwei, drei. Gleich haben wir es. Ich muss nur noch die Alge in den Container pumpen. Dr. Svensson, Miss Faye, oder wie auch immer Sie heißen mögen, treten Sie bitte beiseite. Dieser Raum und alle darin enthaltenen Objekte sind mit sofortiger Wirkung Eigentum von Indus Industries. Was bilden Sie sich ein? Sie können doch nicht mein Labor stehlen. Doch. Stehlen und sprengen. Vor allem Letzteres wäre nicht nötig gewesen, wenn Sie bei der Algenpräsentation fair gespielt hätten. Ein Umstand, von dem wir leider viel zu spät erfahren konnten. Duwe! Mein Freund, machen Sie sich nützlich und bringen Sie mir den Container. Schon sehr enttäuschend. Wie kannst du diesen Mördern helfen? Ich habe mein ganzes Leben lang getan, was von mir erwartet wurde. Warum sollte ich jetzt etwas anderes tun? Niemand hat von dir erwartet, Lissa zu ermorden. Was? Verbarrikadier die Tür, Junior. Eine falsche Bewegung und du kannst durch die Matte pfeifen. Dr. Svensson, Miss Faye... Er
hat die Haube zerschossen. Die Haube ist jetzt unser geringstes Problem. Er hat uns eingeschlossen. Nur die Ruhe. Ich bekomme das schon hin. Ja, und wenn er sagt, ich bekomme das schon hin, meint er, wir bekommen das hin. Ja, aber erst in der nächsten Folge, denn die hier ist jetzt dann doch schon ein bisschen länger geworden. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.